Der ESV hat am Donnerstagnachmittag mitgeteilt, dass Philipp Schürkhofer für die alpine Ski-WM in Aare ausfallen wird. Der Riesenslalom-Spezialist klagte seit zwei Wochen über Rückenschmerzen und konnte nur selten am Training teilnehmen. Der 36-Jährige beendet die Saison vorzeitig. Nach einer genauen Untersuchung im Sanatorium Kettenbrücke in Innsbruck wurde beim 36-Jährigen ein akuter Bandscheibenvorfall im Bereich der Lendenwirbelsäule diagnostiziert. Schürkhofer wird bereits morgen von Dr. Michael Gabel in Innsbruck operiert. In der aktuellen Saison schaffte es Schürkhofer lediglich dreimal in die Punkteränge bei einem Riesenslalom. 21. Platz von Valdisère ist sein bestes Saisonergebnis, für die Ski-WM wäre er mit seiner großen Erfahrung dennoch ein Kandidat gewesen. Bereits im vergangenen Winter hatte Schürkhofer mit einem Knorpelschaden im Knie zu kämpfen. Schürkhofer gewann in seiner Karriere 4 Medaillen bei Ski-Weltmeisterschaften. 2011 holte er sich in Garmisch-Partenkirchen im Riesenslalom Bronze, in der Mannschaft Silber. In Schladming 2013 und Beaver Creek 2015 gewann er im Team jeweils Gold. Am Sonntag geht es in Garmisch-Partenkirchen im letzten Weltcuprennen vor der WM für Österreichs Skiherren noch zumindest um zwei Tickets für den Aare-Riesentourlauf. Marcel Hirscher geht als Titelverteidiger an den Start, Manuel Feller und Marco Schwarz haben ihre Tickets sicher. Stefan Brennsteiner, Roland Leitinger und Johannes Strolz wollen die letzte Chance nutzen.